Grüß dich, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich bin heute wieder mal im Breitschopf Küchenzentrum und ich habe einen Juniorchef da bei mir. Danke, Martin, dass du uns wieder einlassen hast. Mich freut es, liebe Elfriede, dass du heute wieder bei uns bist und wieder ein tolles neues Gericht zauberst. Mhm. Und wir sind ja auch heute wieder in einer von unseren 22 Ausstellungsküchen hier im Breitschopf Küchenzentrum. Schauen, dass wir nicht nur die Vielfalt beim Kochen zeigen, sondern auch bei den Küchen. Ich sehe, das Fleisch steht schon parat. Genau. Was hast du denn heute überlegt? Es gibt heute einen frühlingshaften Bärlauchbraten. Bärlauchbraten? Mhm. Mhm. Genau. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen beim Kochen. Dankeschön, danke. Für meinen Bärlauchbraten habe ich mir so ein ausgelöstes Schweinskarree besorgt. Da ist ein Schwartl schon runtergeschnitten. Das dann sind wir sicher in der Metzgerei oder wo sie das besorgen. Ich habe es vom Maximarkt wieder geholt und habe es so mitgenommen. Ich schneide mir da jetzt eine Platte aus. Und da ist wichtig, dass man ein gutes schneidendes Messer hat. Oder Sie lassen sie das vielleicht machen. Und schneide da mal so einer. Lassen wir ein bisschen schauen, dass ich nicht durchschneide. Weil ich will ja dieses Schweinskarree dann füllen. Schauen wir. Ja. Je dünner dass das da geschnitten ist, umso leichter tut man sie dann aber einrollen wieder. Aber wie gesagt, ein gescheites Messer ist natürlich schon die Mindestvoraussetzung. Ich werde jetzt das Fleisch ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Immer frisch gemahlenen Pfeffer verwenden, weil der vom Geschmack viel besser ist. Auf der Rückseite genauso. Dann streiche ich meine Fleischplatte mit Senf und Kräuterfrischkäse ein. Das gibt einen recht guten Geschmack. Also auf der Innenseite quasi. Das macht es ein bisschen softiger. Weil Karree ist ja an und für sich eher sehr mageres Fleisch und wird gleich mal ein bisschen trocken. Das wollen wir ja nicht. Ja, und dann habe ich da einen frischen Bärlauch mitgenommen. Ich will schon Bärlauch pflücken, den lege ich da drauf. Und es war so nett beim Bärlauch pflücken, habe ich so viele bekannte Leute getroffen, die sich schon recht gefreut haben, was ich wieder draus machen werde im Fernsehen. Und ich habe gesagt, das ist eine Überraschung. Einfach viel TV1 schauen und dann sieht man sich, was draus wird. Jetzt ist ja die Zeit, wo wir die frischen Wildkräuter haben, die ganz intensiv vom Geschmack sind. Bärlauch wächst an und für sich eher in Augebieten oder wo halt eher so saure Böden sind. Und ich habe da schon recht ein gutes Platzl gefunden, wo ich mir immer mein Bärlauch hole. So, schön dick belegen. Das auch gut ist vom Geschmack. Dann kommt da noch Schinken drauf. Einfach drüber legen, egal welchen Schinken das verwenden. Und dann rolle ich das Ganze zusammen zu einem Rollbraten. Das ist ein dicker Wutzel. Ich binde das Ganze ein bisschen zusammen, wie das ein Küchengarn. Das mache ich wahrscheinlich jetzt nicht ganz professionell, aber halten muss. Schön fest zusammen dran. Das ein wenig befestigen.
würze es außen auch noch mal ein bisschen. Da kommt schon irgendwas raus. Ich habe es eben gut gemacht mit der Fülle. Und dann wird dieser Bärlauchbraten in der Pfanne rundherum scharf anbraten. Ich mache das am liebsten mit Butterschmalz. Das ist einfach für mich das, der beste Geschmack. Das ist hoch erhitzbar, Butterschmalz. So, wenn das jetzt schön heiß ist, dann kommt mein Braten da jetzt einer und wird rundherum scharf anbraten. So, ich gebe jetzt beim Braten außen, der ist rundherum schön anbraten. Das ist immer wichtig, damit sie die Poren schließen vom Fleisch. Ich gebe das in mein Brett da rein. Das Fett da auch noch einer da. Bratensaft. Dann schneide ich da ein bisschen Knoblauchzecherl noch rein. Das tun wir da seitlich noch dazu. Und gieße das Ganze mit Wasser oder Suppe auf. Da ein bisschen Wasser rein. Immer wieder Suppe nachgießen, dass der Saft, dass wir gut Saftel dann haben. Und zugedeckt kommt der Braten ca. 2 Stunden ins Backrohr. Und dann schauen wir uns an, wie er rausschaut. Unser Rezept für die perfekte Küche ist kein Geheimnis, sondern der direkte Weg. Von der Planung, Produktion, Montage bis hin zum Service bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Entdecken Sie das Breitschopf-Küchenzentrum mit all Ihren Sinnen. Breitschopf, der direkte Weg zu Ihrer Küche. Maximus, Café do Brasil. Alles andere ist vielleicht bloß kalter Kaffee. Maximus, exklusiv bei Maximarkt. Trachtenwichtelstube. Modefrühling in der Trachtenwichtelstube. Die neuesten Trends auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Hier wird die ganze Familie von Kopf bis Fuß eingekleidet, vom Dirndl bis zum Hochzeitsoutfit. Trachtenmode liegt immer im Trend. Die Trachtenwichtelstube in Ed bei Lambach. Ja, ich habe meinen Braten jetzt rausgeholt, der ist wirklich wunderbar schön durchgebraten. Ich muss mir das Garn noch weggeben, weil das braucht man nicht dazu. Da haben wir das Saftel. Das habe ich mit ein bisschen Stärkemehl habe ich da angerührt mit einem Wasser und habe es ganz leicht, ein bisschen bindiger ist. Und jetzt schauen wir, da habe ich natürlich Erdäpfel dazu gekocht heute. Das passt immer bei uns in Oberösterreich, wir sind ja so ein Erdäpfelland. Ja, jetzt schneide ich da ein schönes Stück runter. Wunderbar. Aber ohne Schnur. Und natürlich passt genauso mal ein Knödel dazu. Aber unbedingt ein bisschen Soft brauchen wir. Dass wir ein bisschen was zum Tunken haben. Ja, und jetzt schauen wir, was wir heute für Tröpfel kriegen. Hey, Elfriede, ich bin schon da, jawohl. Ja. Frühlingsgrüße an Sie zu Hause, meine Damen und Herren. Du hast ein bisschen mit Bärlauch was gehört, gell? Genau. Ich freue mich schon wieder auf diese Frühlingsgeschichte. Ja. Spargel kommt da nochmal. Ja, dann genau, müssen wir ein bisschen richtig warten. Ich habe einen kleinen Ausflug in den Wagram gemacht. Niederösterreich? Ja, du kannst zum Wagram, was weißt du, das ist so eine Lösgegend. Von der Zöbing-Heiligstein-Ausläufer bis zu den Tore von Wien. Aha.
Und dort haben wir roten Veltliner, das ist übrigens ein Weißwein, ja. Grüner Veltliner, Riesling gibt es dort. Und ich sage immer so, der Winzer kann die Rebsorte austauschen, er kann die Kellermethode austauschen, aber der Boden wird immer bleiben. Und das würzig geprägt vom Lösboden eben von, und das ist der frisch-fruchtige, mit Charme kommende Veltliner. So, okay. Der Jahreszeit einfach. Super. Gell? Jo. Dann schauen wir. Jo. Wie geht es eigentlich mit den Weingarten? Oh, das ist eine gute Frage. Naja, mit dem Rebschnitz haben wir natürlich längst fertig. Ja. Alles ist ausgeräumt und meine Schäden, die ich angestellt habe, sind auch schon bewerkstelligt. Wirklich? Naja, 8 Räte habe ich durchgeschnitten, wie Sie vielleicht in den Nachrichten gelesen haben, meine Damen und Herren. Und jetzt geht es dann, werden wir dann einbinden. Fitnessprogramm da, gell? Ein Problem sehe ich allerdings, und das haben wir heute einfach, es war viel zu warm, es hat schon alles viel zu früh ausgetrieben. Und jetzt hoffen wir halt, ja, keine Spätfrost zu kriegen. Mhm. Aber das kennen Sie vielleicht zu Hause auch von Ihrem Garten. Mhm. Marienbäume und sonst was, alles ist schon viel zu weit. Und ja, vielleicht bleibst du kühler dann noch ein bisschen. Schauen wir. Zum Wohl. Zum Wohl. Frisch, fruchtig. Mhm. Einfach trinkanimierend, gell? Genau. Macht Lust auf mehr. Lust auf mehr, genau. Und diesen Wein habe ich auch in das Paket wieder hineingegeben, dass Sie gewinnen können. Sie kennen das Spiel schon, eine Mail an maxi.weinkeller@maximal.at und das Backel gehört Ihnen. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Gewinnen. Unser Rezept finden Sie auf unserer Homepage tv1.at. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Genießen Sie, bis zum nächsten Mal.